Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Krillos Chaotenchaos in Oxygen Not Included. Ja, ich würde mal sagen, wir beginnen auch heute wieder mit den Kommentaren und gleich mit meinem größten Fehler. Das passiert, wenn man sowas zum Ende eines Videos in der Hektik machen will. Danke an, wer hat's geschrieben? An Lea für den Hinweis. Ich habe den Elvis tatsächlich ein zweites Mal in die Kolonie geholt. Das ist natürlich Quatsch, deswegen machen wir aus dem zweiten Elvis die Person, die an der Reihe gewesen ist, und zwar ist es die Quietscheente. Dann, ja, ich glaube, wir müssen das Fenster hier einmal öffnen und schließen. Ne, ist noch nicht übernommen, aber wenn wir jetzt hier auswählen, wahrscheinlich erst nach dem Neustart des Spiels, haben wir dann jetzt die Quietscheente auch da. Also willkommen an dich. Ja, wo machen wir weiter? Heißen Kupfer, würde ich sagen. Und zwar ein Kommentar von Puh, dass Puh sich die Verbrennung geholt hat, als heißes Kupfer hier weggetragen wurde. Aha, hier ist heißes Kupfer drin. Da hat es natürlich nichts verloren. Dann nehmen wir dann nämlich mal das Kupfer raus und sehen, hat immer noch eine Temperatur von 193 Grad. Das ist natürlich schlecht. Aber es wird abkühlen und dementsprechend wird auch der Bereich hier wieder kühlen. Also ja, damit haben wir da die Fehlerquelle schon mal gefunden. Danke für den Hinweis. So, dann geht's weiter. Stefan G. Eine Lampe. Fehlt noch der Strom. Tatsächlich. Auch das müssten wir dann mal direkt korrigieren. Ach so, da habe ich dieses Feld gebaut, aber ich habe keine Verbindung gemacht. Okay. Ja, dann übertragen wir die Einstellungen dort noch hin. Die Leitung ist noch nicht gebaut. Okay. Erhöhen wir mal die Prioritäten ein bisschen. Dann, ja, auch da danke, Stefan, für deinen Kommentar. Der Geysir oben links habe ich immer noch nicht aufgelöst. Aber ich habe immerhin graben lassen. Was haben wir denn hier? Einen Dampfschlot, okay. 138,7 Gramm. Das ist jetzt nicht viel. Bei 500 Gramm. Auch das dürfte wieder nicht reichen, um eine Dampfturbine zu betreiben, aber das werden wir hier testen, weil hier haben wir deutlich mehr Platz. Also hier würden wir auch noch mal einbauen. Ja, dann der nächste Kommentar von Lea. Ich habe verschiedene Pflanzen freigegraben, wo wir aber noch nicht überall hinkommen können. Und da habe ich auch noch nicht überall die Autoernte aktiviert. Das holen wir doch jetzt hier mal nach. Das können wir so machen. Das lassen wir mal hier oben auch. Da kommen wir noch nirgendwo ran, hier auch nicht. Okay, so, da müssten wir hinkommen von oben aus, dort auch nicht. Ja, wobei die werden eh bald ausgebuddelt, aber wir gehen mal alles eben durch. So, da haben wir noch was. So, dann müssten wir hier unten noch mal schauen. Das sind tatsächlich sehr viele, die wir noch nicht berücksichtigt haben. Ich mache jetzt im ersten Schritt mal nur die Pflanzen, wo wir offensichtlich ganz einfach oder halbwegs einfach rankommen. Der nächste Schritt werden dann Pflanzen sein, wo wir noch Leitern hinbauen müssten oder können, um daran zu kommen und so weiter. Ne? Da gibt jetzt noch mal mindestens genauso viele. Ach, wen haben wir denn hier? Den nächsten Kaltdampfschlot.
Ja, schön. Dann haben wir da also noch ein bisschen mehr Wasser, falls wir es brauchen. Das müssen wir nach wie vor aufwischen. Aber damit sollte ja jetzt bald Ende sein. Das eine Eis hier oben noch freigraben. So. Dann dürfte da eigentlich nichts mehr passieren. Gut, das war das. Der Tipp von den Pflanzen kam auch von Lea, falls ich es nicht gesagt habe. Dann hatte Starblade gefragt, ob ich schon mal Lava hochgepumpt habe. Nee. Allerdings ist die auch so heiß, dass ich glaube, dass das gar nicht möglich ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Weil wir kein Rohr haben, das da nicht überhitzen würde. Das ist. Und ich glaube auch, dass die Rohre, die man später mit den Weltraumgeschichten bekommt, dass auch die nicht funktionieren. Bin ich mir jetzt selber nicht sicher, aber ich glaube, dass dem so ist. Ja, also dementsprechend habe ich das auf jeden Fall noch nicht gemacht und ich glaube auch, dass das nicht möglich ist. Falls jemand anderer Meinung ist, ihr dürft mich da gerne eines Besseres belehren. So, dann hatte mir Tag Leute geschrieben. Tag Leute ist glaube ich auch neu, zumindest kommt mir der Name jetzt nicht so ganz bekannt vor. Dass wir hier bei der Dampfturbine mal ein Vakuum erzeugen sollten. Finde ich eine interessante Idee. Werden wir machen, ausprobieren. Wobei das Überhitzen hier sowieso nicht mehr das Problem ist. Aber wir schauen mal, wie das mit der Kühlung da funktioniert, indem wir einfach hier eine Gaspumpe bauen. Strom. Können wir direkt von da nehmen. Ja. Und dann werden wir auch das mal herausfinden. Aufwischen. Ja. Okay. Dann hatte Kerstin mir Sachen geschrieben. Einmal, dass diese Wärmetauschplatten anders funktionieren, als dass ich sie jetzt gebaut habe. Das heißt, eine Wärmetauschplatte mittelt die Temperatur in den drei Feldern drumherum. Dadurch, dass ich hier isolierte Ziegel gebaut habe, werden die auch mit aufgeheizt. Und das ist natürlich eigentlich völlig am Thema vorbei. Deswegen werden wir das auch nochmal ändern. Und zwar, ja, ich weiß nicht, weiß gar nicht, ob man dort auch Ziegel bauen kann. Ich glaube, das geht nicht. Deswegen wäre meine Idee eigentlich eher, diese Wand nach hier zu verlegen. Aber testen wir das doch. Das scheint auch hier möglich zu sein. Dann machen wir doch das mal. Zerlegen die vier wieder. Aber die Tür werden wir auch wieder zerlegen, weil eben wir damit die Temperatur halt nicht hier drin halten, sondern das, die Hitze, ganze Hitze wird rausgehen, das bringt uns nichts. Das müssen wir auf jeden Fall auch korrigieren. So, schalten wir mal einen Tacken schneller, dass auch was passiert. Jo. Ja, dann werden wir das mal machen. Was aber ganz wichtig ist, was ich völlig außen vor gelassen habe, ich habe es ja auch schon zum Ende des letzten Videos gesagt, sind unsere Fertigkeitspunkte. Elvis sollte hier Kurier machen. Da können wir auch mal direkt... So, Schutzanzugtraining, genau, auswählen. Holy Naito wird Sanitäter. Und was machen wir mit dem nächsten Punkt? Platzwart. Hier machen wir mal Platzwart dazu, dass wir einen. Obwohl, ne, Klempner haben wir hier ja schon. Ist egal, jetzt haben wir es schon gemacht. Das war in der anderen Kolonie, wo uns der fehlte.
Moorman muss Kurier machen, damit wir dann Mechatronik-Ingenieur machen können. Alex, stopp. Kurier und Mechatronik-Ingenieur kann er das schon mal machen. Und dann wählen wir auch da direkt neuen Helm aus. Silasso hat schon einen Chefkoch. Dann geht es hier weiter mit dem Schutzanzug. Night Creature. Sieht es genauso aus. Was machen wir denn mit dir? Überlege ich mir noch. Wir müssen ja auch nicht immer alle Sachen gleich sofort verteilen. Manchmal ist es auch ganz praktisch, sich ein paar Punkte in der Hinterhand zu behalten. Sonnenwind macht erfahrenen Landwirt dazu. Zulu macht einen lernenden Architekten dazu zum Mechatronik-Ingenieur. Das ist, glaube ich, auch ganz gut, weil gebaut werden muss da häufig. Juhu hat Landwirt und Viehzucht. Ich glaube, da macht das Tragen nebenbei eine Menge Sinn, wenn man da mal Futter hintragen muss oder was auch immer. Man hat Chaos. Lassen wir den Kurier weiter lernen. Dann haben wir hier auch später die Option, auch Richtung Weltraum zu gehen. Faustino Mario Schutzanzugtraining. So, dann haben wir Panther. Da würde ich den Punkt vielleicht auch stehen lassen erstmal. Zack kann Elektroingenieur machen. Lea, machen wir mit dir denn? Ich glaube den Architekten. Puh. Bei Puh lassen wir den Punkt auch stehen. Bei Churi von Schur macht es alleine schon aufgrund der Moral Sinn, die Punkte nicht zu vergeben. Bei Steffi sieht es ähnlich aus. Auch da halten wir uns mal lieber zurück. AXA ist es auch knapp. Ja, das lassen wir auch mal lieber. Bei Burkhardt könnten wir den Punkt vergeben, da ist noch genügend Luft. Dann machen wir hier mal, wenn wir das schon angefangen haben, auch den Elektroingenieur. Und Kerstin ist ja nach wie vor unsere erste Aspirantin für diese Geschichte. Obwohl Night Creature wollte auch Astronaut machen, das hatte ich mir notiert. Müssen wir hier als nächstes die Sache angehen. Aber wir lassen trotzdem mal Kerstin in der Hinterhand, nicht, dass wir dann warten müssten. So haben wir die Punkte auf jeden Fall schon mal verteilt. Dann können wir das hier löschen und warten jetzt auf die Dinge, die hier passieren. Wir haben übrigens die 1 Million Schallgrenze bei den Kalorien durchbrochen. Essen ist also nicht das Problem. So, hier können wir dann noch mal wieder angleichen und verlängern dann hier noch mal das isolierte Rohr. So, wir wollten noch eine zweite Ölleitung legen und die dort rechts rum. Das können wir mal parallel zu den Geschichten hier erledigen. Hier können wir aufräumen und die isolierten Ziegel dorthin bauen. Und dann haben wir eigentlich den Effekt, dass diese Kupfervulkanplatten immer die Temperatur zwischen den Ziegelmitteln, zwischen den Feldermitteln in diesem 3x3, also wenn wir jetzt diese Wärmetauschplatte nehmen,
dann vermittelt das die Temperatur in diesem Bereich. Bei dieser hier ist es dieser Bereich und so weiter. Bei dieser hier oben ist es dann eben dieser Bereich. Und damit werden wir die Metallziegel, so die Theorie, deutlich aufheizen. So, hier oben setzen wir mal alles ein bisschen höher. Außerdem würde ich da gerne noch mal alles aufräumen. So, zweite Ölleitung. Also zum einen wird diese Pumpe hier jetzt mal deaktiviert, dass die nicht anfängt, gleich Wasser zu pumpen. Die zerlegen wir also. Und hier unten würde ich dann jetzt hingehen und eine weitere Pumpe bauen. So, Strom. Holen wir uns direkt daher. Wobei es Blödsinn ist, habe ich gerade schon drüber nachgedacht, hier ein isoliertes Rohr zu bauen. Hier ist es sowieso warm. Dann kann man auch hier ein einfaches Rohr bauen. Und dann eben hier oben, wo es interessant wird, da ein isoliertes Rohr bauen. Wie machen wir es denn hier? So und so, oder? Wir machen es mal so. Okay, hier müssen wir dann oberhalb von dem Ganzen weitermachen. Ja, hier kommen wir jetzt eigentlich das nochmal aufräumen und dann beiden Ziegel wieder bauen. So, hier geht es jetzt weiter. Jetzt bin ich mal gespannt auf die Temperatur. Oh, wir haben jetzt aber hier schon eine deutlich höhere Temperatur in den Wärmetauschplatten. Die sinkt natürlich trotzdem ab. Was auch normal ist, aber bei Weitem nicht so schnell. Sehr interessant. Okay, das war also auf jeden Fall eine Riesenverbesserung, das so zu machen. Schön, schön. Hier werden wir, denke ich mal, nicht überall rankommen können, ohne dass wir da Leitern bauen, aber das müssen wir dann rausfinden. Oder das finden wir am einfachsten raus, wenn der Rest der Leitung gebaut ist. So, hier gehen wir am besten ganz außen rum. Nämlich von hier aus. So, und hier beginnen wir dann auch jetzt wieder ein isoliertes Rohr zu bauen. Ups. So.
shit. So, und hier muss ich jetzt natürlich mal schauen, wie wir das machen. Ich würde sagen, wir kommen mit dem isolierten Rohr. Wird also nicht, Mormon wird nicht tatsächlich verhungern, sondern der kriegt gleich was zu futtern. So, und dann geht es hier mit einem Radiatorrohr weiter, dass wir dort lang legen, dort lang, dort lang, dort lang und dann hier wieder rausgehen und dann geht es ab hier mit einem isolierten Rohr weiter. Ich weiß aber noch nicht genau, wo wir dann weiter lang gehen. Das müssen wir dann noch rausfinden. So, diese Leitungen müssen einmal gebaut werden. Wenn die gebaut sind, dann werden wir Folgendes machen. Hier abschließen und hier von oben aus noch mehr Öl reinkippen, dass sich dieser Bereich quasi komplett füllt. So, wir müssen dann mit dem Öl im Grunde hierher. Puh. Das ist sehr kriminell. Ich glaube, es ist einfacher, das Ganze nach oben zu verlegen. So. Hier entlang. Das wird eine extrem lange Leitung. Müssen wir im Grunde hin. Jetzt gerade kam wieder die Verhungern-Meldung, aber ich habe gar keinen Ton dazu gehört. Ging euch das auch so? Hat von euch jemand den Ton gehört? Es ist eine isolierte Leitung, aber wir kommen da schlecht ran. Dann machen wir das lieber nochmal weiter hier oben entlang. Wenn wir schon eine lange Leitung bauen, dann auch richtig. So, und hier müssen wir dann gleich das ändern, dass wir einen Flüssigkeitstank hierfür nehmen und den anderen hierfür. Oder wir bauen einen zusätzlichen und nehmen den dafür. Das ist, glaube ich, noch einfacher. Ja, das machen wir auch. Erstmal soll der Rest gebaut werden. Das wird sicherlich nicht in diesem Video fertig. Wir haben auch hier die Stromleitung, die noch gebaut werden muss. Ach so, weil wir hier jetzt keinen Strom haben, wir müssen diese Leitung hier mal fertig bauen. Ich mache das mal auf 8. Es wird trotzdem lange gehen, aber dann auf jeden Fall schneller. So, das hier ist alles fertig. Der Rest kann hier von links gebaut werden. Das soll heißen, wir können das dort öffnen. Öffnen hier den Ziegel. Und von hier dann nochmal ein Flaschenentleerer.
Da werden die nächsten Felder angeschlossen. So, was macht denn... Entschuldigung fürs tiefe Atmen. Ich glaube, das hat man jetzt genau im Mikro gehört. Ja, das scheint ja nach wie vor hier schön zu funktionieren. Was haben wir hier eigentlich für Aufträge? Wir stellen da Knorpelbeere her. Und hier gefüllte Beere. Und an dieser Stelle frittierter Pilz und Barbecue. Aber wir könnten auch Pfefferbrot, weil wir Graupelweizenkorn haben, und wir könnten auch... Dann machen wir das doch mal beides dazu, oder? Ich habe jetzt gerade drüber nachgedacht, wie man dieses System hier noch deutlich verbessern kann, weil jetzt werden alle Zutaten ja händisch hier hochgetragen, dass wir da vielleicht an verschiedenen Stellen auch eine Ladestation ranpacken, wo die Sachen hingebracht werden. Wenn also beispielsweise jemand hier unten irgendwo hier was erntet, ne, Graupelweizenkörner, dass es meinetwegen hier oder wo auch immer hier an der Leiter, an so einer zentralen Stelle, hier eine Ladestation gibt, wo die Sachen eingeladen werden und dann per Schienensystem ebenfalls hier hochgebracht werden. Das wäre nochmal eine extreme Arbeitserleichterung. Ich denke, das werden wir auch noch angehen. Setzen wir den nochmal hoch, genau, und dann können wir hier nämlich Priorität auf 8, Autoabfüllung aktivieren und Rohöl schon einstellen. Das wird recht schnell überlaufen, ne? Setzen wir das eine hier auch noch mal hoch, dass es schnell gebaut wird. Hier das Aufräumen. Und dieses Rohöl, das ist ja gar nicht viel. 1 Kilogramm, das kann man auch entleeren. Das brauchen wir nicht. Aufräumen. So, das kommt dann nicht mehr raus, das bleibt dann da liegen. So, wie weit ist denn unsere Leitung? Ja, okay, da fehlen noch Riesenteile. Der Großteil ist noch nicht gebaut. Stromleitung, oh, das ist schon relativ weit fortgeschritten, sehr schön. Ja, das mit der Temperatur werden wir natürlich auch jetzt nicht rausfinden, weil Strom kommt nur von hier und der wird gerade nicht, ja, nicht produziert. Aber hier gibt es gleich den nächsten Ausbruch. Mir ist zu heiß, ja. Soll bedeuten, wir bekommen die gerade nicht effektiv genug gekühlt.
Ja, wir werden das jetzt natürlich auch mit dem Vakuum hier nicht rausfinden, solange. Das ist jetzt eine blöde Situation. Das wird erst funktionieren, wenn die Stromleitung fertig ist. Wovon wir aber nicht mehr so ganz weit entfernt sind, wenn ich das richtig sehe. Die paar Felder, deswegen habe ich es jetzt auch nochmal auf 9 gesetzt. Ich möchte das tatsächlich gerne noch versuchen. Der Dampf hier wird natürlich auch immer wärmer, ne? Das ist... Na, kommt schon. Und 20,3 Kilogramm Gold fehlen uns noch. Okay. Wer bringt sie? Da oben. Das sehe ich so schon. Da kommen wir auf jeden Fall nicht ran. Aber müsste so funktionieren. Churi bringt das Gold. Aber Churi baut nicht selber fertig. Schade. Da müssen wir noch eben schon auf jemand anders warten. Na, wer kommt denn? Da kommt jemand. Burkhard schon wieder. So, und jetzt kann unsere Pumpe hier laufen. Erzeugt hier in wenigen Momenten ein vollständiges Vakuum. Aber ich glaube nicht, dass das großartig bei der Kühlung hier helfen wir. Ich würde nämlich eher vermuten, dass das Rohöl durch die Leitung die Hitze nicht direkt von einem Radiatorrohr an die Dampfturbine abgeben kann. Das wird nicht funktionieren. Würde fast sagen, es ist dadurch schlechter geworden. Wir zerlegen hier nochmal die beiden Ziegel. Schalten die Pumpe aus und dann lassen wir hier nochmal sich das Gas verteilen und schauen mal, ob das eine Auswirkung hat. Ja, jetzt läuft es vereinzelt wieder. Vielleicht ist das Vakuum nur förderlich, wenn wir sowieso noch eine niedrigere Temperatur haben, aber auch das kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen. Was ich noch mal testen wollen würde. Hier einen Flaschenentleerer bauen und dann hier ein bisschen Öl rauslassen, dass hier ein bisschen Öl liegt. Das verdampft nicht so schnell wie das Wasser und wird möglicherweise auch gut gekühlt. Das ist noch ein Versuch wert. Wir kriegen es auf jeden Fall jetzt den Dampf hier schon mal wieder gekühlt, auch wenn der immer noch deutlich zu heiß ist, anstatt dass unsere Dampfturbine permanent läuft. Ja, wir lassen uns das einfach noch mal ein bisschen rumprobieren. Es ist immer noch nicht final, aber ich glaube, wir kommen einer Lösung deutlich näher. Dann haben wir es irgendwann auch erledigt. Diese Sache hier ist in Arbeit, füllt sich auch schon wieder mit mehr Rohöl. Und ja, ich denke, dass wir da im nächsten Video sehen können, dass die Leitung fertig ist und wie das Ganze dann funktioniert mit der Kühlung. Also macht's gut, bis bald, denkt an die Kommentare. Euer Krillo.